Auf geht's, ab geht's. Nach der Insel ist es ja. Dann gehe ich hier am besten raus. Ist wahrscheinlich tatsächlich 90 Grad. Oder hier so. Ah, wir haben es nicht geschafft, okay. Gut. Ja, dann halt mal eben an den. Ah, da sieht's aus, da steht gleich ein Auto. Und es ist hier weit und breit niemand. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Benzin voll, sehr nice. Ich fahre jetzt mal ein paar Meter rein, dass wir mal die ein bisschen looten können zumindest. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auch auf den Weg. Benzinkanister brauchen wir jetzt glaube ich nicht. Das Auto war glaube ich proppevoll. Wo ist der Drop hier irgendwo? Das wäre jetzt zu krass. Eine Minute 20 noch, bis der Drop, bis die Zone zugeht. Ein bisschen Munition für die AKM und Vierfachvisier. Also wir müssen auf jeden Fall mal bis hierher fahren. Und dann schauen wir mal, was passiert. Hier vorne, nee, warte mal. Doch, da vorne will ich noch kurz eben ein bisschen looten. Ich meine, ich habe eigentlich soweit alles. Es soll ja auch nicht zu gierig werden, aber 9mm Munition brauche ich nicht. Ich hoffe halt, hier hat noch niemand gelootet. Ich habe ja noch die AK. Ah, diese Puppe. Jedes Mal wieder hat mich diese Scheißpuppe. Sechsfach Zielfernrohr. Ist das nicer? Was bringt eigentlich dieser Laseraufsatz? Das habe ich auch noch nicht gerafft. Bringt der wirklich effektiv was vom Zielen her? Oder ist es mehr oder weniger so. Ja. Keine Ahnung. Optische Sache oder. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter. Ich würde auch hier direkt hochfahren. Müssen wir mal gucken, wo wir hinfahren. Am besten dann entscheiden, wenn wir unter Beschuss liegen. Hier so in dem Bereich. Ich muss da mal gucken. Ich glaube, man kann irgendwie eine Karte einstellen, dass man die Höhenmeter sieht. Also die Höhenunterschiede quasi. Weil ich weiß jetzt nicht hier, wo Berg ist, wo nicht. Weil ich halt auch generell die Map nicht kenne. Links lang. Über die kleine Brücke. Oder was das ist. Wenn es überhaupt eine Brücke ist, ist es überhaupt eine Straße? Das ist mehr ein Feldweg. Aber hier steht halt Motorrad rum. Wenn ich ein Motorrad bräuchte, du siehst halt keine Fahrzeuge. Wenn du ein Fahrzeug hast, siehst du nur noch Fahrzeuge. Okay, so das. Hat einer einen Drop. Oh, 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 oh. Drücken wir mal kurz den Boost durch. Wenn ich da jetzt angehalten hätte, wäre ich safe im Nachteil gewesen. Ich wollte jetzt da hoch. Ah, da ist noch ein Auto. Oh, da ist ein Auto, welche. Holy cow, Alter. Bombzone. Ich will jetzt hier oben kurz mit dem Berg mich versuchen zu heilen. Weil ich mega low bin. Oh, hier ist nicht so eine solide Stelle. Ich habe halt jetzt Autodart geparkt. Ich lasse es jetzt auch stehen. Weil jeder dann sieht, okay, da ist irgendwo, muss irgendwo jemand sein oder vermutet, da ist irgendwo jemand in der Nähe. Ich weiß jetzt auch nicht, wie gut dieses Gewehr ist. Also, so auf Close Range hatte ich schon gute Erfahrungen, aber ich glaube, auf Entfernung ist es jetzt auch nicht mega, das Snipergewehr. Aber da muss man sich halt auch noch mit ein bisschen Erfahrungen sammeln. Ich muss hier hinten halt checken. Jetzt bin ich hier hinten relativ offen. Außer wenn ich an einem Stein sitze. Wo ist denn der Drop? Nicht, dass der Drop so aus Versehen auf meinem Kopf landet und dann alle Augen auf mich. Dass es da nicht endet. Und wenn es da endet, sind da jetzt safe schon irgendwo irgendwelche Leute, die mich schon abzielen und mir gleich eine Salve verbrettern. Vom Loot her sind wir mal nicht gut aufgestellt. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Das kostet uns nur nachher wieder einen Kragen. Gestern auch wieder eine gute Runde gehabt mit dem Crusher. Was passiert? Ich loote einfach die Leiche zu lang und werde einfach komplett einfach nur so weggeballert. Weil ich zu lang die Leiche gelootet habe. Überraschenderweise lebe ich noch und hier in der Stadt sind keine Leute.
Guck mal, hier ist ein Auto. Ist da einer drin vielleicht? Ey, ich wollte gerade sagen, ich Trollfalle jetzt da halt runter, oder was? Da sind zumindest ein paar Bäume. Da werde ich jetzt mal versuchen hinzukommen. Ich habe die Hoffnung, dass hier hinten die wenigsten Leute sind. Aber vielleicht haben die Hoffnung auch die anderen. Sind deswegen dort. Boah, ich kann von jeder Ecke beschossen werden. Moin. Hausdrache, herzlich willkommen im Stream. Was geht ab? Schladdi, guten Morgen. Kein Bock, immer der Mobs zu sein, der move muss. Oh, lol. So, Kollege, ihr habt das Leben gerettet. Weh, du ballerst mir jetzt in den Rücken rein. Oh, da hinten sind doch welche. Holy crap. Da war er gerade. Jetzt habe ich mich wieder in die... Ja, den hat mir mein Verlobter verpasst. Ich schwöre, ich bin aber voll die Liebe. Ja, wie immer. Da hinten geht jetzt auch was ab. Ist der jetzt da oben weggefahren? Im Motorrad? Wahrscheinlich. Na toll, muss in die Richtung. Aber nicht weit. Okay. Ich werde jetzt hier erstmal chillen. Oder ist mir gerade zu viel Bewegung dort? Weil ich zu schnell gemoved bin. Da kommt nämlich schon der Erste. Okay, ich treffe nicht. Ah, ich treffe nicht wegen diesem scheiß Baum, oder was? Meine Fresse. Ich hitte nicht, weil der die Waffe nach oben nimmt. Ich hasse dieses Ding. Ich meine, okay, es ist realistisch. Ich kann nicht in den Baum rein aimen, aber ich hasse es zum Schießen. Holy crap, Alter. Weil ich im Scope war, habe ich nicht gesehen, dass er die Waffe oben hatte.